Hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play mit Lumi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von RimWorld. Ich habe den Hinweis bekommen in den Kommentaren, irgendwo hat es uns beim Gewitter hier Stromleitung zerfetzt, aber ich meine, alles ist gut. Alles angeschlossen. Schalter aus. Genau. Wenn die Dinger hier in die Luft fliegen, 1, 2, 3 Felder im Umkreis gehen kaputt. Jo, wäre hier der Stahl. Geht wahrscheinlich nicht kaputt. Die Sandsäcke werden kaputt gehen. Aber sonst sollte das hoffentlich passen. Ich sehe jetzt nichts. Scheint alles heile zu sein. Aber kann natürlich bei so einem Gewitter immer mal passieren. Deswegen ist die Frage, ob wir hier eben so Mauern bauen oder so, wo wir die Stromkabel dann reinsetzen. Das wäre natürlich auch eine Option, um die ein bisschen zu schützen. Ansonsten sind wir hier eigentlich ganz gut geschützt mit unseren Granittüren. Das ist sehr, sehr cool. Stahlwand ist natürlich, geht schon. Und, also wir hatten, glaube ich, einmal hatten wir Gegner hier schon von rechts. Weil es kam der Vorschlag, wenn die immer von links kommen. Ich weiß nicht, hatten wir schon mal jemanden von rechts? Bin mir nicht ganz sicher, kann natürlich jederzeit passieren. Oder die kloppen sich hier auch mal durch. Ganz blöd sind die ja auch nicht. Aber wenn die hier immer von links kommen, hier so einen Tunnel des Todes zu bauen. Die Idee gefällt mir ja ganz gut. Ein Tunnel zum Durchgehen. Für unsere Leute mit Türen. Von mir aus 3 Autotüren oder so. Und dann noch ein Tunnel, der offen ist, aber mit Schlagfallen. Und dann müssen die Gegner da immer durch. Wäre auf jeden Fall nochmal eine Idee, die gar nicht so schlecht ist. Stahlschlackenbrocken. Wir haben eigentlich haufenweise Stahl, ne? Hier sehen wir das ja nochmal. Aber Stahl ist immer gut für Sachen. Zum Sachen machen. Also bauen wir das natürlich nochmal ab. Hier, die Wand ist leider nicht fertig geworden. Das ist natürlich für Mispy jetzt nicht so doll. Und außen 11 Grad, ja, innen 16, ja? Wird doch als Innenraum deklariert, okay. Man könnte natürlich auch einmal die blaue Seite nach innen, einmal die rote Seite, dass dann auch geheizt wird, wenn es so kalt ist. Jetzt haben wir es hier echt 11 Grad, das ist ganz schön frisch, finde ich. Ist natürlich gut, weil wir dann hier weniger Strom verbrauchen. Aktueller Stromverbrauch hoch, na gut, auf minus 5 Grad, aber hier ist niedrig. Ist quasi fast aus. So, Batterien ist okay, wie gesagt. Batterien brauchen Bauteile. Leistung verbunden, gespeichert. Aber im Moment laufen wir echt so auf Notstrom, ne? Aber das ist nachts, weil die das Geothermie-Kraftwerk schafft es natürlich nicht, da hier die völlige Windstille, na völlig ist nicht ganz richtig, aber die massive Windstille und die fehlende Sonne auszugleichen, das ist klar. So, dann kam der Hinweis hier mit dem Lager, dass wir das eben überdachen sollen, weil uns sonst hier der Stoff wegknallt und Kanims Ausrüstung ist zerfallen. Was war das denn so? Inventar? Roggewuder. Einfach mal seine Kuhhaut, Stoff, Sandsteinknüppel. Ja, seine olle Hose ist wahrscheinlich zerfallen. Ich glaube, der ist doch eh gerne Nudist, oder? Oh. Oh, nein. Kanim freut sich über Kleidung, die aber auch hier vorhanden ist. Eine schäbige Hose wäre hier noch. Stoffhose schlecht. Aber hier wird doch gerade noch was gemacht. Eine Hasenfellhose. Na, das finde ich doch mal eine schicke Idee, oder? Und Emu-Leder haben wir auch noch. Also wir können auf jeden Fall uns noch ein bisschen was machen und wollten dann, wie gesagt, auch nochmal uns um einen medizinischen Raum kümmern. Mal überlegen. Ich finde das Spiel cool, es ist wirklich sehr entspannt, sehr, sehr nice. So.
Eieiei, kalt. Richtig kalt. Also wir haben schon ordentliche Temperaturschwankungen. Aber gut. So, wer setzt sich da mal hin? Niemand aktuell. Vielleicht muss er erstmal ein bisschen was spielen. Billard spielen, das finde ich gut. Müsste eigentlich jetzt... Fühle mich nicht gut, aber gemütlich ist es. Sehr vergnügt nach dem Billard spielen. Sehr, sehr gut. Stimmung steigt. So soll das sein, aber es ist natürlich noch nicht Maximum. Weil die Klamotten nicht so doll sind. Na gut. Wird schon noch kommen. Muss irgendeiner, der so Handwerker ist, macht das, ne? Mhm. Ne, natürlich nicht. An Schneider natürlich. Ha. Und das wäre mal wieder unser guter Snipe. Der aber auch forscht, so wie ich das sehe. Gavriel könnte sich auch selber was schneidern. Ja, es sollte schon Snipe machen. Ich finde, wir priorisieren das mal ganz kurz hier. Snipe. Würde ich gerne machen. Autor Gavriel, der hat angefangen. Dann machst du auch zu Ende. Will er nicht, okay. Kann ich ihm irgendwie nicht sagen. Schade. Damit die Hose auch was wird, weißt du? Da ist ja Gavriel nun denkbar ungeeignet. Egal, läuft schon. So, hier mal also auch schön den Raum fertig, der jetzt so ganz nett aussieht. Das ist auch ganz nett. Es ist richtig schön hier. Hier ist es mal richtig schön. Woran liegt das? Ah ja, ich weiß. Obwohl es auch nur ganz nett. Ja, ist auch schön hier. Eigentlich müsste der... Worin unterscheiden die sich hier? Gavriels Raum und der hier. Ich das echt an dem Steinboden überhängendes Gebirge haben wir hier in beiden Räumen und hier haben wir glatter Schiefer und hier auch schicken glatten Schiefer. Hier ist sogar glatter Marmor. Na bitte. Entschuldigung. Wir können aber nichtsdestotrotz natürlich hier jetzt auch nochmal schöne Wand machen. Macht er irgendwie immer auf. Macht er mal wieder zurück hier. Aber wir wollten bei Schiefer bleiben. Wie ist der Raum jetzt? Geräumig. Hallo. Da wollen wir ja nicht. Und die Lampe beleuchtet jetzt alles hier grün. Krass. Wollen wir unseren Spielraum rot machen? Oder blau? Ja, nee. Mit den Farben. Suboptimal, finde ich. So, aber dann haben wir es doch hier auch schön langsam. Unsere Schlafräume sind auf jeden Fall okay. Das ist auch nur ganz nett. Obwohl hier schöne Blümchen sind. Vielleicht liegt es daran. Guck mal. Das ruht. Die Taglilie. Und die ruht auch an 80% gewachsen. Weiß ich nicht. Vielleicht liegt es an der Holzwand. An dem bisschen Holzwand. Oder das Bett ist natürlich exzellent. Das ist nur normal. Das ist meisterlich. Ja, dann wird es das Bett sein wahrscheinlich, ne? Die Qualität des Bettes ist nämlich auch nur ein normales Bett. Das kann natürlich sein. Deswegen hatte ich ja schon mal Betten ersetzt. Das ist auch ein gutes Bett und das ist ein normales Bett. Okay, dann sind wir bei 192. Und hier 273. Ja, das macht schon viel aus. So, hier hat man noch unsere kleine Vorratskammer. Hier hat man noch ein bisschen Stahl. Und die Solaranlage ist gestört. Das ist nicht so gut. Und Malaria. Malaria ist auch nicht gut. Gucken wir uns erstmal. Okay, ist nicht so schlimm. Wird demnächst repariert. Und jetzt haben wir hier Malaria Snipe. Krankenbett und Arzt. Snipe hat Malaria. Und wer noch? Gavriel. Okay.
Das heißt, wir werden hier mal ein Krankenbett draus machen. So, und dem guten Snipe machen wir das auch mal. Und aber dass unsere Ärzte, natürlich unsere beiden Ärzte, die jetzt hier ja, dann wird Miss B nochmal Arzt. Ja? 7 von 20, 8 von 20. Das ist okay, das kann man ruhig mal so machen, weil unsere beiden Ärzte sind halt mal gerade am Ursch. Das ist nicht so gut. Ja, bin ich ja mal gespannt. Gut, die werden jetzt dort heilen und wir müssen uns mal eben den Platz überlegen für unser Krankenbett. Wir können natürlich auch vorher noch mal gucken, hier mal die Leitungen, ups, dass wir die hier reinlegen. Die können wir eigentlich auch da wegrumsen. So. Gut, das kann schon mal weg. Dann könnten wir hier noch mal. Wobei wir ja einmal müssen wir ja rüberlegen hier nach da. Über den Flur. So, Krankenbett. Wo machen wir das hin? Also hier könnte grundsätzlich auch noch ein Schlafraum entstehen, was ich auch nicht so verkehrt finde, Freunde. Behandlung benötigt, ja, das, ich weiß. Aber der ist wieder gesund. Gucke mal. Oder? Malaria leicht unbehandelt, ne? Er geht jetzt aber Snipe behandeln. Das ist okay. Wollen wir mal machen. Oh, Behandlungsqualität 115%. Jetzt sagen wir ihm, er soll schlafen gehen. Sehr, sehr gut. Und Snipe, mein Freund. Der. Es ist schön. Jetzt geht der. Ja, die behandeln sich gegenseitig. Das finde ich. Doch, finde ich super. Behandlungsqualität war, glaube ich, auch ganz gut. Ja, Freunde. Ist schon in Ordnung. Sollte mal so machen. Finde ich gut. Ja, und da steht immer mal einer auf und hilft dem anderen. Das ist doch super. So. Machen wir die mal so ein bisschen. 6x6 hatten wir jetzt immer gemacht, glaube ich, ne? Einmal nochmal gucken. Jawohl, 6x6. Dann werden wir dabei auch bleiben. Können hier allerdings nochmal. Quatsch. Und es macht natürlich auch Sinn, einen Eingang zu platzieren. So. So, wie geht's den beiden denn? Die liegen da noch schön rum. Leichte Malaria. Ja, das ist okay. Die ist komplett taub. Ist auch geil. Ja, fein. Links und rechts taub. Braucht mal ein neues Ohr. So, jetzt haben wir das Bier hier reingehuckt. Das war ja, die Idee dahinter war. Von Otschan ist die Hose auch noch zerfallen. Jetzt haben wir auch keinen, der es macht, ne? Die Idee dahinter war ja, dass wir mit dem Bier eben handeln könnten, theoretisch, wenn wir wollten. Und da ist das schon okay. Sonst bin ich eigentlich ganz zufrieden, Lumi. Arbeitet hier an der Skulptur. Die müsste jetzt auch bald fertig sein. Schlechte Laune, Layton. Ja, gefällt ihm hier wieder nicht, ne? Layton, mein Freund. Oder wie sieht's aus? Dunkel. Naja. Kollege, das wird doch. Oh, bitte. Das wird doch besser. Und ohne Tischessen, mein Freund, das müsste natürlich nicht sein. Da müssen wir aber auch mal so ehrlich sein. Ach so. Wobei man auch sagen muss, ich habe jetzt hier die Wand zerschossen. Was natürlich suboptimal ist, weil das Ganze dann draußen ist. Und wer will schon draußen wohnen?
Also, gibt's Menschen, aber unsere Freunde hier wollen das nicht. So, dann mach da mal gleich zu. Bitte. Danke. Piratenhändler, Transporte RK. Sie sind Piratenhändler? Okay. Das sind also unabhängig von den Fraktionen nochmal welche. Sehr, sehr cool. Hier wird dicht gemacht. Schon sind wir hier innen wie kein Dach. Kein Dach finde ich ja jetzt nicht so gut. Zonen. Dach erweitern. Na gut, vielleicht überdachen sie es gleich wieder. Moment. Wenn das hier vollendet ist. Ne, kein Dach ist ja nicht so doll. Hier ist überall kein Dach. War wohl nicht so klug, wa? Hm. Wir schauen mal. Wir gucken erstmal unsere Verletzten nochmal an. Leichte Malaria, Rückenschmerzen. Ja, das kann schon mal passieren bei Malaria. Und mit dem Dach, das war doch wieder so ein Noob-Ding, oder? So ein typisches Lumi-Ding. Ei. Hoffe, die überdachen das dann gleich wieder. Wir werden mal schauen. Ich wollte ja eigentlich auch mir die Skulptur angucken. Ja, wo ist sie denn? Die hier drin? Kann man sie sich ansehen? Das wird sie sein. Marmorskulptur, klein, gut. Attraktivität 65. Kontur Nummer 46. Na, gucke mal. Das ist doch schon mal schick. Damit könnten wir auch die Zimmer natürlich aufwerten. Mal schauen. Kein Dach. Hm. Ganze Flur hier. Ist dachlos. Das ist ja Quatsch. Das geht natürlich gar nicht. Ja, da hätte ich auch schlechte Laune. Natürlich. Oh, hier. Otschan hat behandelt und auch eine Behandlungsqualität von 100% erreicht. Wir haben immerhin noch 19. Für unser Krankenbett brauchen wir 10. Okay. Ja. Starker Vergnügungsmangel. Leichter Lagerkoller. Störter Schlaf, weil immer jemand kommt. Beengte Umgebung, ja. Ist auch nicht so groß hier, das Zimmer. Das stimmt schon, ne? Müssen wir vielleicht auch nochmal gucken, ob wir das ein bisschen größer machen. Gut, ich will nochmal gucken, wenn sie das hier haben, ob dann wieder überdacht wird. Innen ist es ja schon. Fast reich sind wir. Dieser Raum ist fast reich. Krass. So, wir müssen mal ein bisschen aufräumen. Jetzt wird überdacht. Gucke mal hier. Alles gut. Sehr, sehr gut. So soll das sein. Ja, Snipe, mein Freund, du musst gesund werden. Und dann gibt es auch wieder gute Laune, würde ich sagen, für dich, Kollege. Ich meine, der ist ja auch rumgerannt mit seiner Malaria, ne? Der hat eine leichte Malaria. Das muss er halt irgendwie auskurieren. Ist natürlich ein bisschen reduziert auch. Wie ist denn das mit Lumi? Wegen Arbeiten ist schlecht bei Lumi. Effizienz 50%. Naja, die hat auch nur einen Arm und werkelt da an der Skulptur rum. Aber ich finde, da hat sie ihren Platz und ihre Aufgabe. Oder? Und eine gute Aufgabe. Ich finde, so eine Skulptur kann uns nochmal den Arsch retten und vielleicht sogar hier von dem Planeten bringen. Gut, wir hätten hier noch ein Zimmer fertig. Hässlich. Aber wieso ist der fast reich, der Reichtum? Krass. Und hier mittelmäßig. Und hier ist es 2370. Oder zählt da alles? Weiß ich nicht genau. Okay. Wir gucken mal, wenn wir hier eine schöne... Was haben wir denn hier immer für auch eine Schiefertür, ne? Ja, das werden wir nochmal machen. Da eine Schiefertür rein. Das Ding muss natürlich noch abgebaut werden. Und eine Schieferwand muss da noch rein. Und dann, oh, gucke mal. Hast du das gesehen? Moment. Wo ist sie denn? Unser Wüstenfuchs.
Wer trägt Sachen? Hier, Kali. Kali kann Sachen trainieren. Wie geil ist das denn? Das ist sehr cool. Das soll sich nur nicht durch so eine Schlagfalle hier kaputt machen lassen. Vorratskapsel zum Ort springen. Was haben wir denn hier Schönes? Sandsteinblöcke. Ja gut, ist jetzt nichts wahnsinnig supergeiles. Aber hier das Wildschwein. Oh, ein Wildschwein. Ich dachte, es ist tot. Nein, ist es aber nicht. Gut, Wildschwein. Lassen wir mal Wildschwein sein. Ein Emu. So, die Dinger hat man abgebaut. Wenn wir schon mal hier in der Gegend sind, können wir mal ein bisschen gucken. Ein Bär zähmen, das wäre natürlich auch witzig. Stahl, so. Silber hat man auch alles weggehauen, ne? War hier. Und in Plaststahl umgewandelt. Unseren Multi-Analysator, das ist auch in Ordnung. Oh, ist okay. Was haben wir denn? Was ist denn mit so einem Riesen? Ach, hatten wir schon mal versucht, Riesenfaultier zum Zähmen. Haben wir hier keine Füchse? Die sind doch klug. Nochmal so ein Wüstenfuchs in unserem gemäßigten Wald. Kein Wüstenfuchs außer Kali, den wir mitgebracht haben. Na gut. Ist auch in Ordnung. Kein Problem. Guck mal, hier ist wieder ganz gut aufgeladen. Das passt schon. Gut, die Frage ist eben, ob wir da nochmal, also ich würde eben gerne nochmal so ein Krankenzimmer machen. Das ist hier erstmal so ein Reservezimmer. Ein Krankenzimmer vielleicht sogar hier zum Beispiel. Jetzt so eine Möglichkeit oder direkt hier ist auch gut, ne? In der Nähe des Lagers nochmal ein schickes Krankenzimmer. Und dann nochmal überlegen, ob wir uns hier wirklich noch ein bisschen besser verteidigen. Wäre auch nicht so verkehrt. So, und wo sind jetzt unsere Piratenleute? Die irgendwann angekommen waren zum Handeln. Gab es auch vorhin mal eine Meldung, ne? Aber konnte man auch nicht hinklicken zum Ort des Geschehens, von daher. Keine Ahnung. Schlechte Laune, das ist wieder Snipe, ne? Ja, klar. Der muss auch mal was essen. Warum macht denn das nicht mal jemand? Zum Beispiel, Mispy. Doch, Mispy geht schon füttern. Gucke mal hier. Der füttert die gute Gavril. Ja, die kriegt Essen. Und jetzt füttert Snipe mit Mais. Läuft doch, Freunde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss. Dein Lumi.